Du willst deine Schusskraft verbessern? Ist natürlich immens wichtig für dich, weil du wirst mehr Tore schießen, du wirst präzisere Flanken schlagen. Orientier dich einfach mal an Cristiano Ronaldo. Er ist einer, der die stärkste Schusskraft mit überhaupt hat. Im folgenden Video habe ich 4 Teile für dich, wie du deine Schusskraft verbessern kannst. Und ganz am Ende sage ich dir auch, was für mich wirklich das Allerwichtigste ist, nämlich was du am meisten trainieren solltest, damit deine Schusskraft durch die Decke geht. Wichtig für dich ist zum einen, deine Einbeinkraft und Standfestigkeit zu verbessern. Dafür habe ich ein paar Übungen für dich vorbereitet. Zum einen beginnst du mal hier in so einem Ausfallschritt und gehst einen hohen Knie ab und wieder zurück. Ganz, ganz einfach, hoher Knie ab und wieder zurück. Das ist die absolute Basis, die du als Fußballer in jedem Fall meistern solltest. Für die zweite Übung brauchst du einen Stab. Den Stab platzierst du auf deinem Rücken, Gesäß zwischen den Schulterblättern und Hinterkopf. Du beginnst wieder in einem Ausfallschritt, kommst nach oben und gehst jetzt aus dieser Position in eine Standwaage. Versuche, dein Bein hier möglichst lang zu lassen, richte dich wieder auf und steig zurück. Das Ganze solltest du mindestens 5 bis 10 Mal pro Seite durchführen können. In der Einbeinkraft ist es mega wichtig, dass du seitlich deinen Rumpf stabilisieren kannst. Ich arbeite hier mit so einem Widerstandsband. Das bedeutet, ich setze das Widerstandsband ein, um, wenn ich es über die Schulter ziehe, einen Widerstand zu haben, der mich zur Seite zieht. Und du merkst schon, das Ganze ist eine wackelige Geschichte. Wenn ich das Ganze jetzt hier halte, gehe ich aus der Position mit dem Band, mit dem Widerstand in eine Standwaage und richte mich wieder auf. Das Ganze wird wackeliger, wird anspruchsvoller und bringt dich neben der Übung davor auf das nächste Level. Das waren jetzt Übungen für deine Einbeinstabilisation oder in der Einbeinbalance. Was wir jetzt machen, wir machen spezielle Übungen für dein Gleichgewicht. Die Einbeinpositionen sind mega wichtige Positionen, weil wenn du auf dein Bein das Gewicht bringst, Druck in den Boden erzeugst, um eine Flanke zu schlagen, um präzise abzuschließen, brauchst du eben diese Kraft in den Boden hinein und auch die Kraft im Oberkörper, um dich stabilisieren zu können. Deine Augen und dein Gleichgewichtsorgan hängen sehr, sehr eng zusammen. Ich arbeite entweder mit dem Daumen oder einem Stift. Du siehst, auf dem Stift sind hier Buchstaben drauf. Du fixierst mit beiden Augen einen Buchstaben und hast wenig Gewicht auf einem Fuß. Was du jetzt machst, du drehst den Kopf von rechts nach links, den Kopf von oben nach unten und auch kreisende Bewegungen mit deinem Kopf, während du mit beiden Augen den Buchstaben fixierst. Im nächsten Level arbeitest du im Einbeinstand. Das war unsere Basis. Du stellst dich wieder hin, fixierst wieder den Buchstaben und machst die gleichen Bewegungen und du siehst schon, das Ganze ist deutlich anspruchsvoller und ich muss sehr viel mehr ausgleichen. Sprich, du arbeitest auf dem rechten Bein und auf dem linken Bein in der Kombination mit dem Stab. Wenn du jetzt noch ein Level weitergehst, arbeiten wir bei uns in der Akademie mit Augenklappen. Das bedeutet, wir arbeiten nur mit einem Auge. Wir haben nur visuellen Input von einem Auge. Und wir machen genau die gleichen Übungen mit einem Auge nach oben, zur Seite und im Kreis. Dabei fixierst du mit dem einen Auge den Buchstaben, um dann die ganzen Übungen auch wieder in der Balance durchzuführen, rechts und links und auch kreiseln. Und du merkst, das ist sehr, sehr herausfordernd. Im nächsten Schritt arbeiten wir mit einem Widerstandsband. Du siehst, das Band zieht mich nach vorne. Genau das ist das, was auch in der Spielsituation passiert. Gegner bedrängt dich, du kommst in ein Geschiebe. Was wir hier machen, wir arbeiten erst wieder auf einem Fuß mit dem Hauptgewicht und trainieren hier ebenfalls wieder unser Gleichgewichtsorgan und mit den kreisenden Bewegungen. Was du jetzt machen kannst, ist, dass du versuchst, das Ganze hier mit einem abgehobenen Knie zu machen. Ich werde nur die Bewegung rechts und links machen und du wirst sehen, mein Trainingskollege zieht ganz leicht an dem Band. Während ich versuche, den Kopf rechts und links zu nehmen, siehst du schon, er zieht und ich darf dagegen stabilisieren. Für dich zu Hause, du kannst das Band einfach gut befestigen, zum Beispiel, wenn du draußen arbeitest, an der Laterne oder auf dem Fußballplatz, an der Seitenabsperrung oder am Tor. Damit kannst du dein eigenes Training mit dem Widerstandsband durchführen. Du hast jetzt einige Übungen bekommen, die dich wirklich stabilisieren von deinem Gleichgewichtsorgan. Und gerade dann, wenn du im Abschluss bist und Gegnerdruck bekommst, ins Geschiebe kommst, dich jemand von der Seite bedrängt, kannst du dich immer noch durchsetzen und einen präzisen Torschuss durchführen.
Im Torschuss selbst brauchst du eine diagonale Schlinge. Das bedeutet, das Bein, das schießt, und der Arm, der durchzieht, arbeiten diagonal zusammen. Und genau das solltest du in deinem Training auch umsetzen. Sprich, ausschließlich parallel ständige Übungen zu machen, wird dir da nicht viel weiterhelfen. Deswegen platziere dich einfach mal in einen Ausfallschritt, rotiere deine Schulter zum Standbein und wenn du den Schritt nach vorne machst, geh in die Gegenrotation. Das ist eine Rotation hier, diagonal, diagonal. Das ist die leichteste Stufe, die du in deinem Training umsetzen kannst. Hier geht es natürlich um Geschwindigkeit, weil Schusskraft ist eine hochexplosive Übung. Bedeutet, du positionierst dich vor in der Diagonale und der Schritt selber, den du machst, ist schnell explosiv. Positionierst dich in der Diagonale, schnell und explosiv. Nachdem du die Basis in der Diagonale geschaffen hast, gehen wir ein Level weiter. Ich arbeite gerne mit einem Gewicht. Sprich, ich arbeite hier ebenfalls wieder in einer Diagonale. Heißt, hier ist der Arm hinten. Ich arbeite nach vorne und ziehe den Arm mit. Du siehst, ich arbeite gleichzeitig. Warum mache ich das? Um hier meine Stabilität zu erhöhen. Ich arbeite hinten. Arbeite erstmal, das ist Grund 1, gleichzeitig. Im Torschuss selbst arbeitest du natürlich über Kreuz. Bedeutet, das war die Vorbereitung in der Basis. Du arbeitest mit dem Gewicht auf Schulterhöhe, in der Diagonale oder aber auch im nächsten Level in die Balance. Entsprechend, wie du es auch bei einem Abschluss mit dem Ball machen würdest. Der letzte Part ist die Explosivität, die du brauchst im Torschuss. Dazu brauchst du in zwei Bereichen deines Körpers immens viel Kraft. In deiner vorderen Hüfte und in deiner hinteren Hüfte, gleichzeitig natürlich auch im Rumpf und im Oberkörper. Dazu setzen wir sehr, sehr gerne eine Kettlebell ein. Technisch gehst du hier. In eine Schwungposition. Ich zeige dir das Ganze nochmal von der Seite. Das ist eine Beuge-Streckbewegung, die du auch brauchst im Spiel, wenn es um den Torschuss geht. Platzierst dich vor. Und gehst hier in eine explosiv kräftige Bewegung. Dafür ist es natürlich wichtig, das entsprechende Coaching zu haben, damit du hier technisch richtig arbeitest. Du weißt, wie wichtig deine Einbeinstabilität ist. Du weißt, wie wichtig deine Diagonalen sind. Und jetzt kombinieren wir das Ganze noch mit Explosivität. Ich arbeite wieder mit der Kettlebell. Und du siehst, indem ich hier die Kugel über Kopf halte, brauche ich eine seitliche Stabilität. Die Geschwindigkeit nach oben ist entscheidend, aus der Hüfte, um die Masse zu beschleunigen. Genauso wie du es auch brauchst, wenn es darum geht, den Ball mit einer hohen Geschwindigkeit auf das Tor zuzuschießen. Ich habe dir also jetzt 4 Blöcke vorgestellt, die immens wichtig sind für deinen Torschuss. Und was ich dir versprochen hatte, was ist das Wichtigste für mich und meine Athleten? Nummer 1, die Neuroathletik, bedeutet, wie gut ist dein Gleichgewichtsorgan? Ganz eng gefolgt von der Explosivitätskraft, all die Übungen, die ich dir mit der Kettlebell gezeigt habe. Natürlich ist es hochindividuell, in welchen Bereichen du am meisten Potenzial hast. Und deswegen ist es so wichtig, ein extremst gutes Coaching zu haben. Ich arbeite in dem Bereich mit meinem Kollegen schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich kann dir einfach aus meiner Erfahrung sagen, viele Jugendspieler verpassen die Chance, wirklich ganz oben in den Profiligen mitzuspielen, weil sie in dieser grundlegenden Phase leider nicht das richtige Training gemacht haben. Stell dir vor, was es für einen Unterschied machen würde, wenn dein Torschuss 5 km/h schneller wäre, 10 km/h schneller wäre, 15 km/h schneller wäre. Und was ich dir sagen kann, gerade am Anfang machst du die größte Entwicklung durch. Wir von Fußballtalententwicklung machen genau das. Individuelles Coaching, präzise auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Wir freuen uns, wenn du einfach mal Kontakt mit uns aufnimmst, weil wir uns wirklich darauf spezialisiert haben. Und unser großes Ziel ist, dich genau in den Fertigkeiten besser zu machen, die dich unterscheiden von deiner Konkurrenz. Und bevor du jetzt weiterklickst, Moment,
Du solltest in jedem Fall auch wissen, wie häufig du pro Woche trainieren musst, damit du auf das nächste Level kommst. Und hier haben wir genau das passende Video für dich.